Das, was ihr hier sehen könnt, ist eine Araukari und damit herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Araukarien, genauer gesagt chilenische Araukarien, sind Nadelbäume, wie man das sehen kann. Und das ist auch wirklich wörtlich zu nehmen. Die Dinger kann man nur ganz schlecht anfassen, wenn man sich das hier mal ansieht. Die sind ganz schön spitz, also das tut auch wirklich weh. Ihr solltet euch vielleicht Handschuhe anziehen, wenn ihr damit arbeitet. Chilenische Araukarien sind ziemlich einfach zu pflanzen. Die brauchen tatsächlich nicht viel. Natürlich solltet ihr sie regelmäßig wässern und auch düngen. Und dann werden die auch durchaus ziemlich groß, und zwar bis zu 10 Meter. Wobei manche Leute auch angeben, dass sie 15 Meter schaffen können. Das hängt wahrscheinlich auch von der Klimazone ab, in der ihr wohnt. Hier, wir befinden uns in der Klimazone 7a, sind wir ein bisschen kälter. Allerdings in den meisten Fällen packt die das. Also ihr braucht jetzt auch nicht unbedingt eine Hauswand. Ich meine, klar, hier haben wir so eine kleine Ecke, wo die jetzt so ein bisschen drin steht. Im Grunde genommen, hier sind auch noch immer grüne Hecken. Sie steht hier nicht ganz ungeschützt, aber eben, wie gesagt, wir sind in der Klimazone 7a. Das größere Problem bei diesem Exemplar ist, dass es relativ klein ist für sein Alter, was vermutlich weniger am Klima liegt, sondern an der Tatsache, dass dieses Exemplar eben im Grunde genommen nicht gewässert und gedüngt wurde. Es ist aktuell gute 5 Meter hoch. Eigentlich müsste es doppelt so hoch sein, aber naja, gut. Wie ihr übrigens sehen könnt, auch der Stamm ist im unteren Bereich eher nicht, aber im oberen Bereich ist auch der Stamm ziemlich bestachelt. Wie gesagt, seid da bitte vorsichtig, wenn ihr damit arbeitet. Araukarien sind zwar Nadelbäume und deshalb geht man immer davon aus, dass die Trockenheit abkönnen. Das ist meiner Erfahrung nach nicht so. Die werden auch häufig gerne so als Pseudo-Begrünung in Gärten des Grauens gepflanzt. Ist totaler Scheiß auf gut Deutsch gesagt, weil Araukarien wirklich viel Feuchtigkeit benötigen. Also da, wo die herkommen, regnet es regelmäßig. Es ist kein Regenwald, das nicht, aber es gibt eben schon regelmäßig Niederschlag. Wir sind hier in Brandenburg. Wir alle wissen, Brandenburg ist eine Wüste. Hier kommt nicht so viel Wasser auf natürlicher Weise vor. Wie gesagt, das schränkt das Wachstum natürlich ein. Düngen könnt ihr wie immer mit allem, also sei es Kudung, sei es Guano. Kunstdünger, wie gesagt, vermeiden, aber eigentlich Guano, irgendwelcher Dung, sei es von Kühen, Schweine, Pferde, Hühner, was weiß ich was, geht immer. Regelmäßig, im Frühjahr. Wie ihr sehen könnt, versuche ich mal da ranzuholen, bilden sich dann irgendwann auch kleine Bälle, kann man sagen, an den oberen Ästen. Das sind Zapfen. Also dieser Ast da hinten ist schon trocken, Zapfen ist da hinten ist schon trocken und wird demnächst wahrscheinlich auch irgendwann runterfallen. Dieser Ball da oben ist, wie gesagt, noch grün. Der ist jetzt dementsprechend erst neu entstanden. Araukarien, von der Aussaat her habe ich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob man die per Stecklinge oder so vermehren kann. Ich weiß bloß, dass wenn man die im Handel kauft, die ziemlich teuer sind. Also 70, 80 Euro legt ihr für ein kleines 50 cm Exemplar gerne mal hin. Wie gesagt, also wie das mit der Aussaat funktioniert, habe ich nie gemacht. Ich kenne auch keinen, der das mal gemacht hat. Ist aber vielleicht möglich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Araukarien sind ziemlich standhaft, also ich habe noch nie gehört, dass die umgefallen sind. Also das hört man ja immer wieder von Nadelbäumen, dass die ja nicht besonders windfest sein sollen, was Stürme betrifft. Habe ich so jetzt noch nichts gehört, dass es bei Araukarien da irgendwie Probleme gäbe, aber wie gesagt, man weiß es ja nie. Araukarien möchten in der vollen Sonne stehen, das mögen sie, aber wie gesagt, denkt daran, sie mögen auch regelmäßiges Wasser. Das ist keine Schattenpflanze, die wollen schon volle Sonne, aber wie gesagt, eben auch eine regelmäßige Wässerung. Krankheiten habe ich an der Araukarie nicht feststellen können. Ich habe schon ein paar Exemplare gesehen, weder bei dem hier noch jetzt bei irgendwem anders. Gab es da jetzt massenhaft Probleme oder sowas? Also eigentlich sind die Dinger relativ, kann man sagen, idiotensicher.
Ich würde bloß darauf aufpassen, wie gesagt, regelmäßig wässern und düngen ist das Wichtigste. Aufgrund der besonderen Nadeln, kann man ja sagen, und der Bestachelung des Stammes werden die Dinge auch jetzt nicht irgendwie angegangen von irgendwelchen Rehen, Karnickeln oder hast du nicht gesehen. Was kann man da sonst noch zu sagen? Araukarien kommen in der Natur tatsächlich in Gruppen vor, also in Wäldern. Die werden, und das ist eine sehr, sehr alte Pflanzenspezies, da gibt es verschiedene Verwandte zu. Das ist ein Schaf, Entschuldigung. Also es gibt zum Beispiel neben der chilenischen Araukarie auch noch die brasilianische Araukarie. Hört sich ähnlich an, wird auch manchmal synonym verwendet, aber das ist nicht die Realität. Also brasilianische Araukarien unterscheiden sich jetzt in der Pflege, die ich gerade erklärt habe, nicht wirklich von den chilenischen Araukarien. Die sind aber einfach nicht so ganz kältefest. Brasilianische Araukarien machen es definitiv nicht unter minus 15 Grad. Und die minus 15 Grad machen sie auch, glaube ich, nur dann, wenn sie sich schon ein paar Jahre etablieren konnten. Sonst eher so minus 10 Grad. Also die gehören dann doch schon eher hinter eine Hauswand. Sonst ist auch eine sehr berühmte Verwandte, die auch sehr gefragt ist, die Volemia. Das ist eine Spezies, die ist aber nicht ganz so dornig wie oder so stachelig wie jetzt Araukarien. Das ist eine Spezies aus Australien, hält auch im ausgewachsenen Zustand minus 15 Grad aus, im noch nicht ausgewachsenen Zustand, also schrägstrich nicht etablierten Zustand, auch minus 10 Grad. Gehört auch hinter einer Hauswand. Das sind alles so Gruppen, man kann die mit Sicherheit auch sehr gut zusammen kombinieren, aber wenn ihr den Platz habt und ihr die Araukarien auch groß werden lassen könnt, macht sich so eine Gruppenpflanzung aus den chilenischen Araukarien mit Sicherheit sehr, sehr gut. Die werden, wie gesagt, auch ziemlich groß. Also ihr könnt damit so einen kleinen Wald anlegen, den man mit Sicherheit auch urzeitlich gestalten kann. Das wirkt bestimmt sehr, sehr ansprechend. Ihr solltet dabei, wie gesagt, nur bedenken, dass Araukarien, wie gesagt, groß werden und die mögen keinen Schnitt. Also Schnitt mögen die nicht. Ich meine, klar, wenn man hier jetzt unten mal, sag ich mal, also klar, ihr solltet solche toten Äste wie hier könnt ihr entfernen. Das ist kein Problem. Sollte man auch machen. Wenn man hier jetzt unten auch mal was rausnehmen muss, weil man, weil so ein Ast im Weg steht und man den jetzt nicht aufbocken kann oder sowas, ist das auch für die Araukarie jetzt auch nicht schlimm, wenn man den jetzt mal rausnimmt oder sowas, solange der jetzt nicht allzu groß ist. Aber so Verschnitte, die die Höhe betreffen, das mögen sie tatsächlich nicht. Das solltet ihr, wenn es geht, vermeiden. Deshalb seid euch bitte im Klaren darüber, wie ihr die pflanzt. Denn viele Leute meinen das zu gut mit den chilenischen Araukarien. Wie gesagt, bei denen, die könnt ihr wirklich, müsst ihr jetzt nicht ganz dicht an die Hauswand ranpflanzen. Ich sehe das total häufig, dass Leute das zu gut gemeint haben. Haben die ihre Araukarie dann direkt an die Hauswand gepflanzt und dann steht da auf einmal so ein 10 Meter hoher Baum direkt an der Hauswand, was natürlich nicht so schön ist. Das ist eher suboptimal, also ihr solltet die wirklich bitte nicht in der Höhe verschneiden. Also denkt bitte vorher darüber nach, wo ihr die hinpflanzt. Die wollen groß werden. Das muss euch einfach bewusst sein. Was kann man jetzt noch dazu sagen? Das Wachstum an und für sich. Araukarien wachsen relativ moderat. Also das sind keine Fichten oder Tannen oder irgendwas anderes, was sofort gefühlt im Jahr 2 Meter weiter wächst. Das nicht, aber die wachsen im Jahr, also über die Jahre kontinuierlich. Also das dauert, bis so eine Araukarie richtig ausgewachsen ist, würde ich jetzt persönlich schätzen 20, 25 Jahre, wenn die Bedingungen nicht so gut sind, vielleicht auch 30, 35. Das kann ich euch aber, wie gesagt, nicht sagen, das kommt auf euren individuellen Standort an. Araukarien mögen, haben kein Problem mit Wind.
Ob sie den jetzt unbedingt brauchen, weiß ich nicht. Wie gesagt, sie mögen jetzt nicht so ganz krasse Hitze. Also wie gesagt, das ist keine Pflanze, die in den Garten des Grauens gehört. Da gehen die nämlich ein. Aber ich denke mal, wir leben hier nicht in Arizona. Ich denke, das wird schon funktionieren. Wenn wir eine Araucarie pflanzen, ist es eben auch wichtig zu bedenken, wo die Wurzeln hingehen. Also ihr solltet die jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt neben euren Pool oder sowas pflanzen. Das kann eventuell, das bin ich, weiß ich nicht, aber ich würde damit rechnen, dass das Probleme geben kann, weil Nadelbäume ja Flachwurzler sind. Wie gesagt, wie das jetzt hier im Einzelfall aussieht, keine Ahnung. Was kann man noch dazu sagen? Wie gesagt, es ist einfach ein angenehmer Zierbaum, den man jetzt haben kann. Ich persönlich finde ihn in Ordnung zu haben, wenn man den Platz dafür hat. Das ist jetzt nicht meine Nummer 1, aber finde ich schon, wie gesagt, einigermaßen in Ordnung. Gut, ja, also hier könnt ihr bei euch, könnt ihr nochmal sehen, wie der Stamm aussieht. Also wie gesagt, hier unten ist er halt nicht bedornt, aber die bilden teilweise, wenn die, je nachdem wie die Wurzeln sich bilden, auch so eine Wulst hier unten aus. Und der Stamm ist aktuell ja 20, 25, 30 Zentimeter, irgendwie sowas in der Richtung dick. Wie das mit dem Holz aussieht, weiß ich nicht. Also ob das Holz jetzt sonderlich wertvoll ist, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich habe solche Exemplare auch schon in Küstennähe gesehen. Also mit salzhaltigem Boden scheinen die klar zu kommen. Aber ja, das müsstet ihr wie gesagt ausprobieren. Also ich habe das Gefühl, sie kommen mit salzhaltigem Boden klar. Denn die Leute, bei denen ich das gesehen habe, die sahen jetzt nicht so aus, wie als ob die da jetzt viel gegen den Salzgehalt im Boden unternommen hätten, ehrlich gesagt. Aber das hängt wahrscheinlich auch von eurer Bezugsquelle ab, ob die das da schon gewohnt sind oder nicht. Das macht ja auch immer noch einen Unterschied. Das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Ich habe ja die brasilianische Araucaria erwähnt. Die könnt ihr ganz einfach unterscheiden. Ich meine, die werden selten im Handel angeboten. Es ist jetzt unwahrscheinlich, dass ihr aus Versehen an eine brasilianische Araucaria geratet. Aber die haben im Grunde genommen den gleichen Aufbau der Nadeln, aber die sind länger. Die chilenische Araucaria hat kurze und dafür relativ breite Nadeln, wie man sehen kann. Die brasilianische Araucaria hat schmalere und dafür längere Nadeln. Das fällt einem, der Unterschied fällt einem sofort auf, aber wie gesagt, also 99% von dem, was ihr im Handel findet, sind sowieso chilenische Araucarien. Also von daher macht das jetzt keinen großen Unterschied. Araucarien können auch durchaus sehr alt werden. Ganz normal wie andere Nadelbäume halt auch. Nur wie gesagt, denkt bitte daran, meint es nicht zu gut. Pflanzt die jetzt nicht einen Meter von eurer Hauswand entfernt, das ist ein bisschen zu nah. Also ihr könnt da ruhig, weiß ich nicht, lasst so viel Platz, wie ihr wollt. Also im Grunde genommen, ich habe jetzt noch nie gehört, dass einem so eine Araucaria erfroren ist oder sowas. Also muss ich jetzt sagen, ist jetzt nicht so wild, den zu pflanzen. Wie gesagt, hier bekommt er auch volle Sonne und wie gesagt, wir sind in Brandenburg. Hier hat es auch im Hochsommer gerne mal 40 Grad im nicht vorhandenen Schatten. Also wie man sehen kann, kein Problem. Ist halt einfach ein Baum und der wächst. Wie gesagt, das ist hier jetzt ein bisschen, muss man noch dazu sagen, der Baum wäre eigentlich doppelt so groß, wenn man sich hier richtig drum gekümmert hätte, aber es ist immerhin ein gutes Anschauungsmaterial. Okay, bis dahin und ciao.